everybody. This is Brandon Prust. I'm the new guy here on the Ice Tigers. I'm glad to be here, and hopefully I can put on a good show for you guys, and hopefully you guys enjoy my style of play. I'll see you out there. I've always kind of been known as, an energy. Ich bin ein Spieler, der Energie und Härte in die Mannschaft bringt. Ich arbeite hart, liebe Vorchecking und spiele auch gern Unterzahl. Ich liebe den nordamerikanischen Stil. Kämpfen und das Tänzchen auf dem Eis gehört zu meinem Handwerk. Had the odd tussle, so that's always been a part of my game as well. Well, it's not illegal, right? So, I mean, you get a penalty. That's naja, Faustkämpfe sind ja nicht illegal, oder? Es gibt eine Strafe auf dem Eis und das war's. Das kann schon passieren, dass sich da was ergibt. Das bringt meine aggressive Spielweise halt mit sich. Ich werde meine Kollegen auf jeden Fall immer beschützen und für sie einstehen. I'll always be there to stick up for my teammates. Can you explain the situation, how it comes that you signed the contract in Nürnberg? Well, right after NHL camps, I was with. Direkt nach den NHL-Trainingscamps hatte ich einen Tryout-Vertrag bei den Toronto Maple Leafs und sie wollten, dass ich mit ihnen weiter trainiere. Da war ich bislang. Und einer meiner besten Freunde ist Dennis DeBrett. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir leben im Sommer in London, Ontario. Er hatte mich angerufen und gesagt, dass die Ice Tigers Interesse an mir hätten. Nun kam ich in der NHL nicht zum Einsatz und ich musste mich entscheiden. Really liked me and had a good camp. And then a couple weeks ago, I kind of had to make a decision on, coming over here or waiting it out there. So I told Danny and, it was like a... Vor ein paar Tagen habe ich dann mit Rob Wilson telefoniert und schon war es passiert. Ging recht schnell, weil auch Danny konnte mich mit den Geschichten über das Team, die Organisation und die Stadt begeistern. Außerdem spielen die Ice Tigers oben mit, alles scheint perfekt zu passen und ich dachte mir, da will ich dabei sein. They're battling for first place, so everything was seemed to fit perfectly and kind of a situation I wanted to come into. Ich habe natürlich schon gegen einige im aktuellen Team der Ice Tigers gespielt, aber richtig gut kenne ich nur Danny Sivret. Steven Reinbrecht kenne ich relativ gut und an Brandon Siegel kann ich mich auch erinnern. Mit ihm hatte ich schon ein-, zweimal gekämpft auf dem Eis. Erstmal, wir wollen unsere Kader tiefer machen und natürlich... Noch dazu, wir wollen niemanden, wo verstärkt unsere Karte. Und er macht beide. Wir wollen eine charakterstarke Mannschaft. Man sieht nach dem Spiel gegen München und auch andere Spiele, wenn man weiter in Playoffs gehen will, du brauchst diese Körperpräsenz und diese harte Nüsse. Und du brauchst nicht nur ein oder zwei. Mehrere dieser Spielertipp, du hast. Ich glaube, das macht insgesamt Charakter von der Mannschaft stark. Dankeschön, yes, I knew that one.